Wir schauen auf den Krieg in der Ukraine, denn es ist inzwischen schon die 6. Nacht in Folge gewesen, dass die russische Hauptstadt mit Drohnen angegriffen wurde. Dabei wurde ein Hochhaus beschädigt, das sich noch im Bau befinden soll. Auch die Flughäfen in und um Moskau stellten kurzzeitig ihren Betrieb ein. Und während die deutsche Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ukrainischen Drohnenangriffen auf Russland von internationalem Recht gedeckt sieht, äußert man sich in Washington deutlich kritischer. Weder würden die USA zu solchen Aktionen ermutigen, noch sie ermöglichen. Perdita Heise mit dem aktuellen Kriegsüberblick. Wieder rauben Drohnenangriffe den Menschen in Moskau den Schlaf. In den sozialen Netzwerken posten sie Aufnahmen der Nacht. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums hat die Luftabwehr 3 Drohnen über der Hauptstadtregion abgewehrt. 2 wurden demnach westlich des Stadtzentrums abgeschossen, bei der 3. sei das Steuerungssystem gestört und der Flugroboter so zum Absturz gebracht worden. Augenzeugen berichten von einer Explosion in einem Büro- und Geschäftsviertel. Kurz darauf steigt Rauch auf. Offenbar haben Trümmer einer Drohne ein Gebäude im Zentrum von Moskau leicht beschädigt, wie es heißt. Ein Hochhaus, das nach offiziellen Angaben noch im Bau befindlich war. Opfer gab es dabei nach offiziellen Angaben nicht. Aus Sicherheitsgründen wurde der Flugbetrieb, wie schon in den vergangenen Tagen, an mehreren Moskauer Flughäfen vorübergehend ausgesetzt. Fast täglich meldet Russland inzwischen Drohnenangriffe auf seine Hauptstadt. Schäden richten sie offenbar kaum an, verunsichern aber die russische Bevölkerung. Die ukrainische Regierung hält sich bislang bedeckt, ob es sich dabei um ukrainische Angriffe handelt. Bundesaußenministerin Baerbock hält die mutmaßlichen Angriffe für legitim. Russland hat die Ukraine angegriffen. Deswegen hat die Ukraine ein verbrieftes Recht in der UN-Charta, ihr Land, seine Menschen selbst zu verteidigen. Und die Ukraine verteidigt sich im Rahmen des internationalen Rechts. Die USA dagegen unterstützen oder ermöglichen keine Angriffe innerhalb Russlands, heißt es aus dem US-Außenministerium. Es sei aber Sache der Ukrainer, wie sie sich gegen die russische Invasion verteidigen wollen. Russland könne den Krieg jederzeit beenden, indem es sich aus der Ukraine zurückziehe. Unterdessen visieren die mutmaßlich ukrainischen Angriffe auch militärische Ziele in Russland an. Diese Fotos sollen einen russischen Bomber in Nowgorod zeigen, der auf dem dortigen Luftwaffenstützpunkt zerstört wurde. Wir schauen nach Moskau zu unserem Russland-Korrespondenten Christoph Wanner. Einen guten Morgen von uns aus Berlin. Christoph, die Drohnenangriffe auf Moskau, die hören nicht auf. Den 6. Tag in Folge schlagen jetzt schon Drohnen in der russischen Hauptstadt ein. Haben die Menschen es nicht langsam satt, dass die Behörden zumindest scheinbar hilflos sind? Wie wirkt sich all das auf die Beliebtheit von Putin aus? Also richtig ist, dass diese Drohnenangriffe der Ukrainer große Schwierigkeiten mit sich bringen. Man muss sich nur einmal angucken, dass die großen Moskauer Flughäfen, internationale Flughäfen, 4 Stück, immer wieder auch gezwungen sind, ihren Betrieb vorübergehend komplett oder teilweise einzustellen. Man kann sich die Schwierigkeiten in der ganzen Fluglogistik vorstellen, die das Ganze mit sich bringt. Also von daher klar, ein Erfolg für die Ukrainer, weil das sind Nadelstiche. Jetzt muss man aber eines sehen, dass diese ganzen Angriffe der Ukrainer auf Moskau meistens geflogen werden mit 2, 3 Drohnen und es den russischen Streitkräften nur bedingt gelingt, diese Drohnen runterzuholen. Das ist richtig. Und das große Glück ist, dass bisher noch kein Mensch ums Leben gekommen ist. Das große Glück für Russland. Und deswegen haben wir hier so ein wenig eine Vogelstrauß-Mentalität. Also man steckt hier irgendwie den Kopf in den Sand und viele Leute tun so nach wie vor, als ob eigentlich gar nichts los wäre. Anders sieht natürlich die Lage aus bei den Menschen, die unmittelbar betroffen sind, also deren Häuser oder deren Wohnungen durch die Drohnen dann auch beschädigt werden. Kann sich vorstellen, wie sauer und verärgert die sind. Jetzt ist nur die große Frage, wirkt sich das auf die Popularität des russischen Präsidenten aus oder ist nicht eher die Verärgerung oder dann gegenüber den Ukrainern größer? Und da bin ich mir nicht ganz sicher, weil ich natürlich nicht mit einer repräsentativen Masse sprechen konnte. Aber wie ich das sehe, ist Putin nach wie vor beliebt und die Leute verstehen, dass man nicht alle Drohnen abfangen kann, dass es immer Lücken gibt.
Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch diejenigen, die überhaupt keine Fans von Wladimir Putin und seiner Politik sind. Und natürlich sind die dann auch noch gereizter gegenüber dem russischen Präsidenten. Aber wenn man das vielleicht in Prozentzahlen fassen soll, dann würde ich mal sagen, dass nach wie vor 70% der Russen hinter Wladimir Putin stehen und auch seine Politik befürworten und dass eben vielleicht 20% absolute Gegner sind und 10% sind sich da nicht so richtig sicher, was sie von all dem halten sollen. Damit meine ich von der russischen Verteidigungspolitik, das heißt von den russischen Flugabwehrsystemen, die Lücken haben und auch ganz generell gesehen vom Krieg in der Ukraine. Christoph, wir wollen mit dir auch noch mal über Surowikin sprechen, der für seine Brutalität berüchtigte russische General. Er ist nun Berichten zufolge abgesetzt worden. Er werde abgesetzt, bleibe aber unter der Verfügungsgewalt des Verteidigungsministeriums, heißt es nun. Das schreibt der Ex-Chefredakteur des liberalen Radiosenders Echo Moskwi. Der Erlass wurde nicht veröffentlicht, allerdings berichteten auch mehrere nationalistische russische Militärblogs über die Ablösung Surowikins. Der als General Armageddon bekannte Militär, der war ja von Oktober 2022 bis Januar 2023 Oberbefehlshaber der russischen Truppen in der Ukraine. Zugleich galt Surowikin als einer der wichtigsten Verbündeten von Wagner-Söldnerchef Prigozhin. Christoph, deswegen die Frage nun an dich. Was weißt du denn über Surowikins weiteren Verbleib, über seine Zukunft? Ja, Surowikins Zukunft ist noch absolut unklar. Es kam gestern jetzt dieses Gerücht auf, dass er seinen Posten als Oberkommandierender der russischen Luftstreitkräfte verloren hat. Dieses Gerücht hat als erster Alexei Venediktov platziert. Das ist der ehemalige Chefredakteur des einstigen renommierten Radios Echo Moskau, das im Zuge dieses Krieges eingestellt wurde. Also eine ganz klare Zensurmaßnahme. Ja, und auf diesen Zug sind dann viele Medien draufgesprungen und das Ganze wurde jetzt auch indirekt bestätigt, dass Surowikin seinen Job los ist von RIA Novosti. Es gibt da wohl auch schon einen Nachfolger für den Armeegeneral Sergei Surowikin. Das ist ein äußerst wichtiger Mann, das möchte ich noch kurz dazu sagen. Dieser Beiname General Armageddon kommt ja daher, dass er für besonders skrupellos gehalten wird von einigen seiner Mitarbeiter. Das kommt gerade noch aus dem Syrien-Einsatz, wo man ihm vorwirft, auch im Westen da ganze Städte dem Erdboden gleichgemacht zu haben. Aber das andere ist eben, dass das ein äußerst fähiger General wohl war, wie man hier sagt. Und dass Surowikin, der auch mal Oberkommandierender der russischen Kräfte in der Ukraine war, zwischen Oktober 22 und Januar 23, wohl auch dafür verantwortlich ist, dass diese Verteidigungslinien der Russen heute halten. Das ist seine Idee gewesen, die Verteidigung so zu strukturieren, wie sie strukturiert worden ist. Und das große Problem, was ihm wohl zum Verhängnis geworden ist, ist seine Nähe zu Prigozhin, dem Chef der russischen Söldnertruppe, der Wagner-Söldner. Wir erinnern uns an diese Meuterei am 24. Juni, die gescheitert ist. Und da gibt es eben den Vorwurf, dass Surowikin mindestens einmal davon gewusst haben soll und da auch wohl nicht eingeschritten ist. Und deswegen ist er jetzt wohl seinen Job los. Anscheinend konnte man ihm da aber keine Beteiligung an diesem Meuterei-Versuch nachweisen, ansonsten wäre er auch komplett aus der Armee rausgeflogen. Es ist also so ein wenig unklar, wie genau seine Rolle war, deswegen hat man sich dazu entschieden, ihn in den Streitkräften zu belassen, aber er ist eben nicht mehr so weit oben angesiedelt, wie er das einmal war. Vielleicht noch kurz zur Einordnung, Surowikin ist ein Armeegeneral, das ist tatsächlich der höchste Generalrang, den man hier in Russland erreichen kann. Tja, das verbleiben weiterhin noch eher im Bereich der Gerüchte, aber Christoph, du wirst das natürlich für uns weiter im Blick behalten. Vielen Dank. Sie fordern mehr Macht und nicht weniger als eine neue Weltordnung, die sogenannten BRICS-Staaten. Die Gruppe besteht aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Und als Repräsentanten von immerhin rund 40% der Weltbevölkerung sind die Staats- und Regierungschefs dieser Länder jetzt zum Gipfel nach Johannesburg, also nach Südafrika, gereist. Ja, nicht mit dabei ist allerdings der russische Präsident Wladimir Putin, der ja aufgrund eines internationalen Haftbefehls mit seiner Verhaftung in Südafrika hätte rechnen müssen. Das hinderte den Kreml-Chef allerdings nicht daran, zumindest per Videobotschaft kräftig gegen den Westen auszuteilen.
Hier klatscht der russische Außenminister Lavrov, freut sich über die Tanzeinlage zu seiner Begrüßung in Johannesburg. Gerne wäre auch sein Präsident Putin gekommen, doch dem droht in Südafrika wegen eines internationalen Haftbefehls die Festnahme. Also meldet sich der russische Präsident per Videoschalte und nutzt sie für einen Angriff auf den Westen. Wir haben Inflationsdruck, weil sich gewisse Länder verantwortungslos benehmen, um ihre Kosten durch die Pandemie wieder hereinzuholen. Weltweit steigen so die Staats- und die private Verschuldung. Und dazu kommen auch noch ihre illegitimen Sanktionen. Den BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, geht es um eine neue Weltordnung. Sie wollen ein wirtschaftlicher Gegenpol zu den G7-Staaten sein, zu denen etwa Deutschland und die USA gehören, und planen eine eigene Währung, um die Vormachtstellung des US-Dollar zu brechen. Allerdings: Die Gesamtlage ist sehr komplex und die Einigkeit der BRICS-Staaten in den ganz großen Fragen, abgesehen von einer Minderung des westlichen Einflusses, ist sehr, sehr umstritten. Bei dem Gipfel in Südafrika geht es auch um Erweiterung. 23 Länder, darunter Argentinien, der Iran und Saudi-Arabien, haben sich um den Beitritt beworben. Die deutsche Außenministerin blickt dennoch gelassen auf das Treffen. Ich bin weder enttäuscht, noch sehe ich eine Spaltung von G20 oder eine Schwächung. Wie schaue ich auf das BRICS-Treffen? Total interessiert, weil ich total gespannt bin, was am Ende auch in Abschlusserklärung steht. Auch gespannt bin, wer sich dann wie anschließt. Denn auch dabei verfolgt jedes BRICS-Land seine eigenen Ziele. Während China treibende Kraft für eine große Erweiterung ist, fürchtet Indien durch die Aufnahme mehrerer Peking-freundlicher Nationen an Einfluss in der Gruppe zu verlieren. Immer weiter und vor allem unkontrollierter breiten sich die Feuer in Griechenland aus. Die starken Winde erschweren zudem die Löscharbeiten. In den Wäldern von Dardia im Nordosten des Landes wurden in einer Hütte 18 verbrannte Leichen entdeckt. Ja, dabei handelt es sich vermutlich um illegal über die Türkei eingereiste Migranten. Nun haben sich die Brände so weit verbreitet, dass auch die griechischen Nachbarländer und auch Albanien und die Türkei entsprechend von den Flammen heimgesucht wurden. Sven de Sophie Homburg mit einem Überblick. Die Sonne wird von dichtem Rauch bedeckt, die Flammen gnadenlos. Fast überall im Land sind neue Brände entfacht. Angetrieben durch den starken Wind breiten sich die Feuerfronten rasend schnell aus. Viele tausend Bürger kämpfen Seite an Seite mit den Feuerwehrleuten gegen die zahlreichen Brände an, die ihre Heimat zerstören. Es brannte Häuser ab, brannte Geschäfte ab, brannte einfach alles ab. Ich weiß nicht, was mit einem Kloster passiert ist, das dort oben steht. Alles, was ich weiß, ist, dass wir hierher gekommen sind und Wasser auf die Häuser geschüttet haben, weil das Feuer zum Greifen nah war. Insgesamt sind Hunderte von Einsatzkräften und Dutzende Löschflugzeuge im Einsatz, darunter auch welche aus Deutschland. Immer wieder konnten Häuser und ganze Dörfer gerettet werden, doch es gibt auch schon zahlreiche Todesopfer. In der Nähe der Ortschaft Avantas wurden in einer Hütte 18 verbrannte Leichen entdeckt. Es handelt sich offenbar um illegale Einwanderer. In der Gegend verstecken sich immer wieder Migranten, die aus der Türkei einreisen. Die südeuropäischen Länder mit heißen, trockenen Sommern sind besonders anfällig für Waldbrände. In den meisten Fällen spielt der Mensch hier die größte Rolle. Hier in Europa ist der zündende Funke für einen Brand, sei es ein Waldbrand oder andere Landschaftsbrände, zu fast 99% der Mensch. Wir haben gelegentlich Entzündung durch Blitzschlag, wie in den Alpenregionen oder in Nordeuropa, gelegentlich auch bei uns in Deutschland oder Griechenland, aber das ist marginal. Es sind tatsächlich Unachtsamkeit, Fahrlässigkeit, gelegentlich auch Brandstiftung, die zu diesen Bränden führen. So geschehen auch in Albanien. Überwachungskameras zeigen, wie zwei Männer sich in einem Waldstück aufhalten. Nur kurz nachdem sie wegfahren, beginnt dort ein Brand. Nachdem die Polizei die Männer identifiziert hatte, konnte sie die beiden Verdächtigen festnehmen. Und auch in der Türkei kämpfen Einsatzkräfte gegen verheerende Brände. Aufnahmen der Feuerwehr zeigen, wie Häuser niederbrennen, die am Tag zuvor evakuiert wurden. Der Schiffsverkehr in der nordwesttürkischen Provinz Kanakale wurde aufgrund der anhaltenden Brände eingestellt. Und eine Einschätzung zu den Feuern in Griechenland gibt es noch von unserer Korrespondentin in Athen, von Carolina Drüten.
Um Kontrolle geht es im Moment tatsächlich nicht, sondern wirklich darum, Menschenleben zu retten. Also die Feuerwehr, die ist wirklich darauf aus, es geht nicht um Hab und Gut, es geht nicht um Fläche, es geht wirklich um die Menschenleben. Und dann wird man erst daran denken, die Feuer eventuell in den nächsten Tagen unter Kontrolle zu bekommen. Was die Arbeiten sehr erschwert, sind natürlich die starken Winde, die die Feuer immer wieder anfachen. Und so passiert es auch, dass auch teils neue Feuer ausbrechen. Also da sieht man, dass die Feuerwehrleute an allen Ecken und Enden kämpfen und da sehr, sehr viel zu tun haben, um das irgendwie annähernd unter Kontrolle zu bekommen. SPD-Chef Lars Klingbeil ist guter Dinge, den schwelenden Ampelzoff in der Bundesregierung auflösen zu können. Der Blick müsse nach vorne gehen und die Arbeit beginnen. Ungelöst ist nach wie vor der Konflikt zwischen Familienministerin Paus und Finanzminister Lindner rund um das blockierte Wachstumschancengesetz und die Kindergrundsicherung. Ja, und darüber hinaus geht es in der politischen Debatte ein weiteres Mal um einen Industriestrompreis, der von Verbänden und Unternehmen lautstark eingefordert wird. Viele Baustellen also für die Bundesregierung so kurz nach der Sommerpause. Es ist Tag der offenen Tür. Im Finanzministerium erhält Christian Lindner Beifall. Für den Kassenwart ist klar, die Wirtschaft muss boomen. Ein stabiles wirtschaftliches Fundament. Ohne Menschen, die Arbeitsplätze haben, die Steuern zahlen, Betriebe, die investieren, geht das alles nicht. Aus diesem Grund ist das Wachstumschancengesetz gewissermaßen die Voraussetzung für alles andere. Und damit ist der Streitpunkt 1 benannt. Ohne Wachstumschancengesetz und die darin enthaltenen Steuererleichterungen für die Industrie gibt es keine sozialen Wohltaten. Die grüne Familienministerin Lisa Paus hatte Lindners Gesetz gestoppt, weil Lindner ihr nicht genug Geld für die Kindergrundsicherung zur Verfügung stelle, aber für die Industrie Steuergeschenke auf Lager habe. Streitpunkt 2, also die Kindergrundsicherung. Alles wird gut auf der Kabinettsklausur in Meseberg, sagt SPD-Chefin Saskia Esken. Die Kindergrundsicherung werden wir wie geplant zum 1. Januar 2025 umsetzen und wird sekundiert vom Co-Vorsitzenden. Und darüber muss jetzt im Detail diskutiert werden, aber das kann auch geräuschlos funktionieren. Und am Ende muss stehen, dass die Kinderarmut in diesem Land konsequent bekämpft wird. Dafür steht die Sozialdemokratie. Streitpunkt 3 ist der Industriestrompreis. Die Grünen und auch Teile der SPD halten einen Rabatt auf Industriestrom für notwendig und die Schwerindustrie fordert ihn für die Planungssicherheit. In Frankreich gibt es auch einen Industriestrompreis, also geht es auch anderswo in Europa, sagt Gunnar Gröbler, Chef des Salzgitter-Konzerns. Die FDP lehnt einen Industriestrompreis als Eingriff in die Marktwirtschaft ab. Im Übrigen auch gegen Teile seiner Partei der Kanzler, überhaupt Olaf Scholz. Der reagiert ziemlich schnippisch, fragt man ihn zu den Fortschritten beim großen Industrieumbau. Schön, dass Sie mir die Fragen stellen, die mir schon 200 Leute gestellt haben. Das finde ich kreativ. Die große ökologische, industrielle Modernisierung unseres Deutschlands schreitet mit großem Tempo voran. Basta, möchte man da fast sagen. In Meseberg bei der Klausur will er es richten, nachdem alle nun beim Neustart ordentlich gestolpert sind. Und damit schauen wir ins Berliner Regierungsviertel zu Max Hermes. Max, einen schönen guten Morgen. Die drei großen Baustellen, die haben wir gerade schon im Beitrag auch gehört. Wie groß ist denn die Chance, dass tatsächlich ein Ende dieser Streitigkeiten innerhalb der Ampel ansteht? Guten Morgen, Marie. Guten Morgen, Jens. Tatsächlich sieht es aktuell nicht danach aus, als würden diese Streitigkeiten bald beigelegt werden. Bundeskanzler Olaf Scholz, der hat es ja in den Sommerinterviews auch noch einmal betont. Er wolle jetzt, dass die Ampel aufhöre zu streiten und dass man vor allen Dingen all diese Diskussionen nicht mehr in der Öffentlichkeit führe, dass nicht mehr extern gesprochen wird, sondern vor allen Dingen intern. Und da wird jetzt schon relativ schnell nach der Sommerpause klar, dass sich seine Bundesminister nicht daran halten werden. Also am Dienstag die Klausur auf Schloss Meseberg hier bei Berlin. Bis dahin möchte man zu einer Einigung gekommen sein und das wirkt vor allen Dingen beim Thema Kindergrundsicherung jetzt auch noch in weite Ferne gerückt. Der FDP-Politiker Jens Teutrine, ein Sozialpolitiker, der hat jetzt noch einmal gesagt, man solle die Sozialleistungen beim Kindergeld nicht x-beliebig mit der Gießkanne ausschütten. Was damit gemeint ist, ist eben, dass er oder dass die FDP im Gesamten nicht möchte, dass wir jetzt Transferleistungen an die Familien im großen Maße ausgezahlt werden, sondern vor
allen Dingen das Geld aus der Kindergrundsicherung in Sprachkurse, in Integrationskurse und in Kurse, dass die Eltern für den Arbeitsmarkt fit gemacht werden, dass dieses Geld da investiert wird und weniger den Familien aufs Konto überwiesen wird. Das ist die Position der FDP. Die Grünen sehen das natürlich ganz anders. Die grüne Familienministerin möchte dieses Gesetz so, wie sie es zu Papier gebracht hat, dann eben auch durchbringen. Und die SPD sagt auch, Kevin Kühnert beispielsweise, dass da die FDP jetzt nochmal ein komplett neues Fass aufmachen würde. Das, was da jetzt proklamiert würde, also dass einfach nur Geld ausgeschüttet wird und keine anderen Leistungen dazu kämen, das wäre so gar nicht. Und dass die FDP da jetzt nochmal komplett ein neues Fass aufmachen wolle, das kann man in den beiden anderen Fraktionen also nicht so gut verstehen. Die Frage ist jetzt also, kommt auch das Wachstumschancengesetz und was passiert mit dem Industriestrompreis? Man gewinnt vor allen Dingen den Eindruck, dass die FDP und die beiden anderen Koalitionspartner, dass die SPD und die Grünen, dass man da noch sehr, sehr weit auseinander liegt und dass dann noch sehr viel Arbeit getan werden muss und dass Olaf Scholz jetzt schauen muss, dass er seine 16 Bundesminister noch einmal enger an die Kette nimmt, damit er wirklich am kommenden Dienstag in Meseberg dann auch einen Erfolg vermelden kann. Ja, das sieht also alles danach aus, dass die Einigung eher in weitere statt in nähere Ferne rückt. Max, vielen Dank für die Übersicht. Transsexuelle sollen künftig ihren amtlichen Geschlechtseintrag und den Vornamen deutlich leichter ändern können als bisher. So steht es im Selbstbestimmungsgesetz, das die Bundesregierung auf den Weg bringen will. Ja, das bisher von vielen Betroffenen als entwürdigend empfundene Verfahren mit psychologischen Gutachten, sehr intimen Tests, Fragen eben auch, die beantwortet werden mussten und richterlichen Entscheidungen, das entfällt damit. Eine Erklärung beim Standesamt, die soll künftig reichen. Betroffenenverbände, die loben das wegweisende Projekt, doch es gibt auch ziemlich heftige Kritik. Ein Diversity-Café in München, Treffpunkt junger Menschen, die sich als trans- oder intergeschlechtlich identifizieren. Ihnen soll die Änderung ihres Geschlechtseintrages jetzt massiv erleichtert werden. Denn bislang ist der Weg schwierig. Psychologische Gutachten und Richter müssen grünes Licht geben, was von vielen Betroffenen seit langem als demütigend kritisiert wurde. Das Selbstbestimmungsgesetz ist total wichtig, um eben diese ganzen diskriminierenden Hürden abzuschaffen. Denn nur eine Person kann selber sagen, welche Geschlechtsidentität sie hat. In Zukunft soll eine einfache Erklärung gegenüber dem Standesamt ausreichen, um Geschlecht und Namen zu ändern. Im Gesetz werden medizinische Maßnahmen, etwa die Gabe von Hormonen oder Operationen, ausdrücklich nicht geregelt. Dazu braucht es nach wie vor eine ärztliche Fachberatung. Die Opposition befürchtet allerdings einen möglichen Missbrauch in eigentlich nur für Frauen vorgesehenen Bereichen. Es ist in der Tat so, dass sich Frauen unserer Gesellschaft über viele Jahrzehnte und auch gegen Widerstände Schutzräume erstritten haben. Und das sind eben nicht nur die Umkleiden, aber die ist vielleicht das augenfälligste Beispiel. Und wenn man dort eben ohne weiteres hinnehmen muss, vielleicht auch in deutlich größerer Zahl, dass ein biologischer Mann dort in einen solchen Schutzraum, eine Umkleide etwa für Frauen hineinkommt, ist das nicht nur ein Missbrauchsthema, sondern die Frage, ob es nicht einfach mehr Rücksichtnahme geben muss. Für Justizminister Buschmann allerdings sind in dem Gesetzentwurf nach langem Ringen nun alle Bedenken berücksichtigt. Und das sei nicht nur für ihn ein Grund zur Freude. Ja, und nicht nur das Selbstbestimmungsgesetz ist heute im Kabinett, sondern eben auch eine schnellere Regelung für die Einbürgerung. Die Antidiskriminierungsbeauftragte Ferda Attermann, die kritisiert nun aber, dass die Pläne den Nachweis eines gesicherten Lebensunterhalts vorsehen. Alleinerziehende Menschen mit Behinderungen sowie auch ältere Menschen, die existenzsichernde Leistung bezögen, könnten diese Anforderungen aber oft gar nicht erfüllen. Genau deshalb brauche es Klarstellungen für Härtefälle, um Diskriminierungen zu vermeiden. Der Gesetzentwurf von Innenministerin Faeser sieht vor, dass eine Einbürgerung schon nach 5 statt nach 8 Jahren möglich ist. Auch doppelte Staatsbürgerschaften sollen anerkannt werden. Wir schauen auf unsere gute Nachricht des Tages. Die kommt heute aus den USA. Robinson Crusoe lässt grüßen, denn dort hat die Küstenwache diesen in den Sand geschriebenen SOS-Schriftzug veröffentlicht. Der hatte bei der Rettung eines Schiffbrüchigen vor einer Bahamas-Insel nämlich geholfen. Na, dort war der 64-Jährige wenige Tage zuvor mit seinem Segelboot gekentert. Er hatte sich aber auf das Eiland retten können. Um auf sein Schicksal aufmerksam zu machen, schrieb er den riesigen Hilferuf in den Sandstrand. Der niederländische Robinson blieb bei dem Zwischenfall unverletzt und wird sich jetzt wahrscheinlich sehr freuen.